Das Stift Wilten in Innsbruck, die Heimat der Wiltener Sängerknaben. Der Chor wurde hier einst von den Ordensbrüdern aus der Taufe gehoben. Sängerknaben haben hier eine lange Tradition. Wir wissen aus unseren Rechnungsbüchern und anderen Dokumenten, dass es sie gibt seit ungefähr dem 13. Jahrhundert. Es gab hier eine Lateinschule im Stift. Die Knaben wurden ausgebildet, gratis, das war damals nicht selbstverständlich. Und dafür mussten sie fast jeden Tag beim Gottesdienst singen. Ich glaube, 778 Jahre hätten wir heuer insgesamt. Er wurde aber dann durch Kriegswirrnisse natürlich immer wieder unterbrochen. Ein Höhepunkt war sicher in der Zeit des Kaiser Maximilian, wie also Innsbruck insgesamt für das Habsburger Reich sehr wichtig war. Und da hat der Kaiser Maximilian und seine Hofkapelle, die haben dann auch Singknaben von Innsbruck mitgenommen nach Wien und die Vorläufer der heutigen Wiener Sängerknaben begründet. Und die Sängerknaben in ihrer heutigen Form, die Wiltener Sängerknaben in ihrer heutigen Form, wurden 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg wieder begründet. Zunächst einmal ist es einmal wichtig, dass sie sich einmal trauen. Dass sie sich auch einzeln trauen und dass man ihnen eine positive Rückmeldung gibt. Ich sage einmal, mehr oder weniger egal, wie gut das jetzt schon gelingt, dass man sie einmal positiv verstärkt, dass sie einfach das tun, das singen und sich äußern. Und dann im Laufe der Zeit, wenn sie natürlich dann regelmäßig kommen und die Unterstützung auch ihrer Familien haben und so weiter, und wenn sie dann genügend Selbstvertrauen haben und dann beginnt man ein bisschen zu korrigieren. 3 Jahre dauert es, bis die Kinder dann in den Repertoirechor aufgenommen werden. Dort erhalten sie Stimmunterricht, aber auch das Körpergefühl und die Atemtechnik werden geschult. Gelungen?
Also wir machen das eigentlich so, dass dass ziemlich viele Knaben das lernen. Und meistens kristallisieren sich nachher ein paar Wochen vor den Konzerten zwei, drei heraus, die in Frage kommen. Und jeder weiß genau, ich habe einen Stellvertreter. Und es ist auch nachher nicht so ein Druck auf einen Buben. Wenn er sich gut in der Lage fühlt, singt er. Und sonst gibt es einen zweiten oder einen dritten, der das auch kann. Es ist einfach so genial, wenn man das da sieht und hört, wie das Orchester spielt und dann der Einsatz. Oh, ich liebe das. Ja, mir geht es selber immer wieder bei gewissen Stellen vom Weihnachtsoratorium so, dass ich wirklich eine Gänsehaut kriege und mir ins Kalte über den Buckel durchkomme. Vor lauter gewaltig einfach. Es klingt und wenn man sieht, dass man jetzt da ewig drauf hingeprobt hat und gelernt hat, und jetzt funktioniert es. Das ist eine wahnsinnige Belohnung.